Dein Online-Shop läuft nicht, du hast keine Kunden, du hast aber auch kein Geld für Marketing. Ich sag dir jetzt, was du machen kannst, um neue Kunden zu generieren. Bleib dran! Ja, ich weiß, dass viele von meinen Zuschauern erfolgreiche Unternehmer sind, bei denen es läuft. Aber ich weiß auch, dass einige von euch einen Online-Shop betreiben oder auch eine Website, die nicht wirklich gut läuft. Ihr habt keine Kunden, ihr habt nicht mal Besucher auf der Website. Und deswegen ist es oftmals sehr schwer zu wachsen, denn ihr habt auch kein Marketingbudget, ihr habt keine Kohle, um irgendwas zu machen. Ihr habt kein Geld, um irgendwie mal 1000 Euro in Google AdWords oder in Facebook oder was weiß ich wo reinzustecken. Und deswegen solltet ihr euch jetzt diesen Tipp wirklich zu Herzen nehmen und anfangen zu arbeiten. Ihr solltet für euren Online-Shop einen Blog aufbauen. Einen Blog, den könnt ihr mit WordPress zum Beispiel aufbauen, das ist kostenlos. Und dann könnt ihr den ganz einfach verlinken. Je nachdem, wenn ihr ein bisschen Geld habt, könnt ihr euch ein Template und so weiter holen. Aber es geht jetzt darum, dass ihr es wirklich kostenlos machen könntet, wenn ihr wollt oder keine andere Möglichkeit habt. Ihr holt euch also einen WordPress-Blog. Das ist bei eurem Anbieter, bei eurem Hoster, eurem Server-Provider in der Regel ein Ein-Klick-Installation. Das heißt, ihr geht nur auf Tools oder Programme oder wie es bei euch halt heißt, geht auf WordPress installieren und schon sollte euer WordPress-Blog auf eurem Webspace installiert sein oder auf eurem Server, je nachdem, was ihr eben habt. Und dann geht es eben darum, das Design an euren Online-Shop anzupassen. Ja, da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Wenn ihr kein Geld habt, Leute zu beauftragen, dann müsst ihr da eben ein bisschen rumspielen, ein bisschen Zeit reinstecken. Aber warum sollt ihr jetzt einen Blog machen? Ein Blog hat sehr viel, also ihr sollt natürlich auch die Blogartikel dann dementsprechend auf eure Zielgruppe natürlich gestalten. Also es geht rein um euren Online-Shop, um eure Zielgruppe. Und ich werde in einem anderen Video, werde ich euch noch erklären, wie ihr einen Blogartikel korrekt schreibt. Also nicht Rechtschreibfehler, sondern Formatierungen und so weiter. Und ihr solltet einen Blog schreiben, da die Leute suchen. Eure Kunden, die suchen in Google nach einer Lösung. Und diese Lösung solltet ihr mit eurem Online-Shop, mit euren Produkten, aber auch mit einem Artikel eben anbieten. Sagen wir, wie jetzt bei mir zum Beispiel in meinem Shop im Aquaristikbereich, sagen wir, die Kunden geben ein, Aquarium richtig einrichten, wäre eine Möglichkeit. So, wenn ihr jetzt dazu einen Artikel geschrieben habt, habe ich in diesem Fall übrigens noch nicht, weil ich gehe mehr auf Uhrzeitkrebs im Moment. Aber wenn ihr dazu einen Artikel geschrieben habt und bei Google oben dabei seid, dann gehen die Leute auf eure Seite. Und wenn diese Seite wiederum in Verbindung mit eurem Online-Shop steht, das ist natürlich, wenn ihr ein Shop-System habt, wo ein Blog-System integriert ist, ist das einfacher, als wenn ihr einen WordPress-Blog habt, den ihr möglicherweise nicht in euren Shop direkt integrieren könnt oder je nachdem müsst ihr dann gucken, wie das geht. Ihr könnt das Ganze natürlich verlinken, ihr könnt es oftmals auch ganz einfach integrieren, das hängt ein bisschen vom Shop-System immer ab. Aber zurück zum Thema, die Leute gehen auf Google, suchen irgendetwas, haben ein Problem, suchen eine Lösung. So, jetzt kommen sie auf eure Seite, ihr bietet diese Lösung an. Ihr dürft natürlich nicht nur einen 200 Wörter Blogartikel schreiben oder so, sondern der sollte schon ein bisschen ausführlicher sein, um bei Google eben auch gefunden zu werden. Jetzt bekommt dieser Kunde, dieser Interessent, bekommt auf eurer Seite eine Lösung. Jetzt weiß er oder sieht natürlich, hey, dieser ganze Blog, der dreht sich um meine ganze Materie, um Autoreifen oder um Autohandel oder keine Ahnung, was ihr halt verkauft. Und so klickt er unter Umständen weiter und liest den anderen Artikel, liest noch einen Artikel, kommt auf euren Shop, schaut eure Produkte durch und kauft möglicherweise. Und was hattet ihr an Werbebudget? Nichts. Ihr hattet eure Zeit. Aber eure Zeit ist unter Umständen gar nicht so wertvoll, wenn ihr sowieso kein Geld verdient. Deswegen ist es dann schon wichtig, eure Zeit wertvoll zu machen, indem ihr wertvolle Artikel schreibt, mit denen ihr Kunden generiert. Denn die organische Suche ist auch viel besser
zum Kundenfang, sage ich mal. Die Conversion Rate bei einer organischen Suche ist immer besser als bei Google AdWords, bei Pay-Per-Click-Anzeigen zum Beispiel. Deswegen solltet ihr einen Blog starten. Ihr solltet einen Blog für euren Online-Shop starten, für eure Produkte. Macht daraus aber keine Verkaufsshow. Zeigt nicht jeden Tag, sagt nicht jeden Tag in einem anderen Artikel, wie toll eure Produkte sind, sondern baut den Blog allgemein auf. Baut Vertrauen auf zu eurer Zielgruppe. Und wenn das klappt, dann werdet ihr durch diesen Blog auch Kunden generieren. Und diese Kunden haben euch nichts weiter gekostet, außer eure Arbeitszeit und euer Wissen. So, ich hoffe, du startest jetzt mit deinem eigenen Blog und natürlich hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. If you like it, then like it. Abonniere meinen YouTube-Channel. Von mir aus geh noch auf Facebook, abonniere mich dort und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.